Willkommen zu einem weiteren Tag hier aus dem Disneyland Paris. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Disneyland Paris. Ja, der Tag nach der Inside Ears Weihnachtsfeier. Die Nacht war kurz, aber wir hatten einen wundervollen Tag. Also wirklich, also es war einer der besten Tage im Jahr 2021. Wir laufen jetzt Richtung Disneyland Park, aber wollen jetzt mal noch frühstücken bei Pret-à-Manger. Das ist ja neu. Wir rennen gerade Richtung Disneyland Park. Wir rennen gerade. Sven und Brina. Ich muss schon atmen. Hallo. Also wir wollen bei Pret-à-Manger was zu frühstücken holen. Das ist ja neu am Bahnhof. Gestern haben wir das Annette ausprobiert. Und dann wollen wir das ein oder andere Merchandise uns anschauen. Es gibt neue Macarons. Vielleicht ist der Drache ja geöffnet im Schloss. Und ja, vielleicht machen wir noch den Walkthrough oben durch das Schloss. Das ist ja seit gestern auch wieder geöffnet. So, auf geht's zu Pret-à-Manger. Das ist wie gesagt direkt hier neben dem Bahnhof. Ja, hier kriegt ihr wirklich richtiges Frühstück von Sandwiches. Daniel ist gerade im Himmel mit Lachs, hier mit Schinken. Hier gibt es auch noch Obst, Müsli. Hier gibt es auch noch ein paar süße Sachen, Croissants etc. Und natürlich gibt es hier auch Heißgetränke wie Kaffee, Tee, heiße Schokolade. Also eine echte Frühstücksalternative hier beim Disneyland Paris. Vor einigen Tagen hat ein neues Security Gate eröffnet. Also links seht ihr die normalen und ja, rechts rum jetzt das neue Security Gate. Ich bin mal gespannt, ob es schneller geht. Dina geht auf jeden Fall schon schneller. Ihr seht, es ist eigentlich genauso wie immer. Nur halt. So, der Daniel macht das jetzt mal vor hier. Ja, übrigens ist der Zug wieder auf Lager. Den kann man wieder kaufen. Jetzt kurz vor Weihnachten. Er war ja zwischendurch komplett ausverkauft. Ich bin ja schon tempted, aber der passt leider nicht mehr in unser Auto. Vielleicht am Dienstag oder Mittwoch. Es gibt hier neue Kosmetiksachen von Disney. Hier einmal Lip Balm und Sugar Lip Scrub für 14 Euro. Hier gibt es noch einen Adventskalender mit 12 Türchen. 22 Euro. Ich will aber auch nichts mehr kaufen. Was ist das hier oben? Das ist Lip Balm und Sugar Lip Scrub. Dann okay. Gibt es eine Face Mask und Headband Set für 16 Euro. Das sind ganz schöne Geschenkideen. Das ist jetzt hier ein Adventskalender. Ist ein bisschen vorbei. Gibt es hier noch ein paar Ornamente. Das Problem dieses Jahr ist leider, dass ganz, ganz viel Christmas Merch bereits ausverkauft, also relativ früh ausverkauft war. Deswegen, das ist hier sozusagen die Resterampe. Einige Sachen von der Snack-Kollektion gibt es auch wieder, unter anderem diesen Pullover. Eigentlich wollte ich ihn auch haben, aber ich bin immer noch sehr unentschlossen. Ja, die T-Shirts gibt es hier, das T-Shirt. Ja, und den gibt es hier nur noch einmal. Ja, hier im Candy Palace auf der Main Street gibt es jetzt seit neuestem Macarons mit Disney Logo, Charakteren, einmal hier mit Mickey Mouse, mit dem Schloss, hier ist Goofy,
Und hier ist Chip 'n Dale. Es gibt auch noch Donald, ist aber gerade ausverkauft und die kosten 2,20 Euro. Wir gucken jetzt auch noch, ob es Jahreskartenrabatt gibt. Ja, gerade werden auch noch zwei neue Sorten gebracht und zwar Mini und Stitch. Mal von der anderen Seite filmen. Aber Brina kauft jetzt auch jede Sorte, das heißt, die zeigen wir noch mal gleich. Auch ein bisschen Walt Disney World Merchandise hat es zu uns ins Disneyland geschafft. Ihr bekommt hier die Iridescent Ohren und auch den Rucksack. Den gab es auch bei Shop Disney zu kaufen, aber hier mit Jahreskarte bekommt ihr natürlich 20% Rabatt. Den Spirit Jersey, den es online gab, 25 Euro. Gibt es noch nicht. Ob er reinkommt, weiß man nicht. Ja, endlich kommen wir zu unserem Chip 'n Dale Magic Shot. Der hat ja gefühlt immer nur eine Stunde morgens auf. Und er ist hier mit der Big Thunder Mountain Kulisse. How are you this morning? Good? Me also good, yeah. Had a great day yesterday. I love the Christmas tree. Who did it? You? Or you? You? Oh, now he's upset. But, okay, you both lit something, right? Okay? Is it here? You both lit one tree. Yeah? So let's take some pictures. Ja, es gibt das Mickey Snowman. Nein, es ist das Weihnachtslanyard. Center-Lanyard. Das passt gut zu eurem Spirit Jersey, ne? Ja, und auch zu deinem Hemd gestern. Oder zu meinem Hemd gestern. Was kostet also, das denn? Ich habe keinen Preis. Hier steht tatsächlich hier 13 Euro, das geht. Ja. Und wenn du dieses kaufst, bekommst du noch ein zweites gratis mit dazu. Ich nehme mir auch eins. Hast mich überzeugt? Ich habe dich überzeugt. Wir kaufen das jetzt. Ja. Machen wir. Ja, wir haben euch ja gerade schon das Weihnachtslanyard gezeigt. Es gibt auch eins Neues von Big Thunder Mountain. Und da seht ihr hier Chip 'n Dale drauf. Es steht der Schriftzug von Big Thunder Mountain drauf. Ja. Hier, Chip 'n Dale. Noch was? Nee. Und Disneyland Paris. Ja, wie immer. So, hier seht ihr jetzt nochmal die Macarons von Namen. Einer fehlt, Donald. Es gibt insgesamt 7 Stück. Verschiedene Geschmacksrichtungen. Probiert haben wir sie auch schon, schmecken wirklich sehr, sehr lecker, sind natürlich verhältnismäßig teuer. Aber Macarons, finde ich, sind generell sehr, sehr teuer, weil sie auch sehr aufwendig sind herzustellen. So, wir besuchen jetzt, oder wir laufen jetzt das Schloss hoch, oder im Schloss die Treppe hoch. Da gibt es nämlich den Durchgang. Und dann kann man sich die Geschichte von Dornröschen anschauen. Wir sind jetzt oben im Schloss und schauen uns jetzt mal hier diesen Durchgang an. Kann man hier einfach langlaufen und die Geschichte von Dornröschen sich anschauen. Hier gibt es auch einen Balkon, wo man aus Fantasyland runterschauen kann. Wenn das Wetter noch ein bisschen schöner wäre. So ein bisschen grau in grau. Ich hätte gern hier auch noch ein Türchen von meinem Adventskalender gefilmt. Denn das ist natürlich auch ein Secret. Hier die zwei Wachen. Erstmal schnarchen die. Und das zweite, ihr seht, der hier ist ein bisschen dunkler als der. Wenn man hier ein Foto macht,
Mit Blitz sieht man, dass der blau ist und der hier rosa. Das bedeutet, dass, ja, das ist halt ein Zeichen, ist jetzt nicht. Also es deutet darauf hin, dass also Dornröschen hat ja am Ende des Films ein rosa und ein blaues Kleid im Wechsel an. Und deswegen ist ein Ritter blau und der andere rosa. Wir nehmen jetzt hier den Ausgang über die sehr schmale Wendeltreppe in diesem Turm. Da seht ihr uns mal die schönen neuen Dächer und die goldenen. Das ist übrigens echtes Blattgold, ne? Haben wir im Video gesehen. Echtes Blattgold. Ich finde es tatsächlich immer sehr schön, da oben lang zu laufen. Ist natürlich immer sehr voll, vor allem am Wochenende. Aber man hat einen schönen Ausblick über Fantasyland. Man kann auch oben schöne Bilder machen, wenn das Wetter gut ist. Also auf jeden Fall ein Besuch wert. Der Drache ist tatsächlich, macht noch Urlaub. Der hat noch Weihnachtsferien. Vielleicht ist er am Dienstag oder Mittwoch da. Das Kind will auch nicht mehr laufen. Hat einfach aufgehört zu laufen, war auf der Treppe. Ja, also vielleicht ist der Drache am Dienstag oder Mittwoch da, wenn ich wieder hier bin. Mal schauen. Wir gehen uns jetzt ein bisschen aufwärmen, weil heute ist tatsächlich irgendwie super kalt. Die Sonne fehlt halt und es sind irgendwie nur 3 Grad weniger als gestern, aber irgendwie fühlt sich es eisig an. Und deswegen gehen wir jetzt in die Arkade und uns ein bisschen aufwärmen. In Lilis Boutique kann man sich jetzt auch die Nägel machen lassen im Disney-Design. Kostet 39 Euro für eine Person, für 2 Personen 59 Euro. Man muss natürlich vorher einen Termin machen, also man kann jetzt hier nicht einfach spontan hinkommen, obwohl jetzt gerade nichts los ist, muss ich sagen. Also falls ihr keine Zeit habt, eure Nägel zu machen, könnt ihr das hier tun. Sind sogar Gel-Nägel und es gibt verschiedene Designs. Ja, es gibt verschiedene Designs. Die Dame da hinten so eine ganze Palette. Frozen, Toy Story, Avengers, alles was euer Disney-Herz begehrt. Hier gibt es auch, im Emporium gibt es auch jetzt Encanto-Merch. Hier findet ihr den Encanto-Loungefly. Und hier findet ihr, ne, hier ist auch noch was für Kinder. Der Papagei aus dem Film, hier ist so ein süßer kleiner Cardigan. T-Shirt. Und ja, hier findet ihr das Miguel-Kleid. Warum gibt es das nicht für Erwachsene? Das finde ich richtig süß. Und ja, hier die Miguel-Puppe, sie singt sogar. Wahnsinn. Hier noch ihre Schwester mit den tollen Haaren. Ich glaube, das war's. Schauen wir mal. Ah ne, hier ist auch noch Miguel als Softpuppe. Und hier so ein Riesenset mit den Encanto-Figuren. Ich schau mal, was es kostet. 100 Euro. Also die Stoffpuppe kostet 30 Euro. Das ist immer, ja. Gucken wir noch nach dem Kostüm. Komm, sind wir nicht so. Kostüm, oh krass, 55 Euro. Und die Puppe, die singende Puppe, 30 Euro. Genau. Wir verlassen jetzt den Disneyland Park, gehen jetzt kurz noch ins Village, was essen und werden dann schon Richtung Heimat fahren. Aber ich bin ja am Dienstag wieder hier, also noch zweimal schlafen, dann bin ich wieder da. Muss gar nicht lange warten. Aber ich nehme euch schon noch mit ins Village. Wir sind jetzt hier im New York Sandwiches. Eigentlich war es immer mein Lieblingsladen. Die Öffnungszeiten haben sich aber so geändert, dass gefühlt man hier nicht mehr essen kann, außer man kommt um 12, so wie wir jetzt. Ich habe jetzt Menü 2. Abends immer. Ja, das war immer super. Nachmittags, naja. Aber ich habe jetzt Menü 2 für 13 Euro. Einmal Nudeln, Cola und Croissant. Denn es gibt nicht mehr den New York Cheesecake, weder im Menü 2 noch im Menü 3. Es gibt noch den New York Cheesecake, aber wahrscheinlich zum extra bezahlen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil das war immer mein Highlight. Nudeln und New York Cheesecake.
keine Käsesoße mehr. Und es gibt keine Käsesoße mehr bei den Nudeln. Naja. Ich muss sagen, das New York Sandwiches ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist eine persönliche Enttäuschung gewesen. Es ist wirklich eine Enttäuschung. Es hat mir nicht mehr so gut gefallen. Also, dass es kein New York Cheesecake mehr gibt im Menü. Nee, das geht nicht. Dann machen wir nicht mehr mit. Machen wir nicht mehr mit. So. Wir verlassen jetzt das Village. Gibt's hier schon die 2022? Guck. Moment. 2022 Medaille kann man jetzt hier schon. Medaille vor allem, Münze. Kaufen. Kaufst du die jetzt? Ja. Wow, ihr seid live dabei. Hey, die andere Richtung. Da. Der kurze Abstecher, Münze gekauft. Wir verlassen jetzt das Village, fahren jetzt noch ins Val d'Europe und gucken im Primark, ob es da ein paar Sandwichmaker gibt, was es sonst noch gibt, da nehme ich euch natürlich auch noch mit. Falls ihr keine Lust habt, euch in den Schlangen im Disneyland anzustellen, hier könnt ihr ein Bild mit Donald und Daisy machen, direkt beim Primark. Hier ist ein bisschen Werbung für Disneyland Paris. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite, schauen wir mal. Und hier sind noch Pluto und Goofy. Ach, natürlich. Mickey und Minnie dürfen auch nicht fehlen. Ja, hier im Primark sind einige Sachen im Sale. Unter anderem diese Gartenständer mit Mickey und Minnie. Diesen Baum, den ich auch habe, für nur noch 10 Euro. Was ist denn das? Ein Türanhänger. Wir hätten am Freitag hier hinkommen müssen. Schaut mal, ein Giant Mickey Cookie. Für nur 7 Euro. Ich glaube, die sind reduziert auf 4. Den musst du selber machen. Die sind reduziert auf 4. Wenn du damit dann vom Schloss stehst, für Superfans. Für Superfans. Ja, hier gibt es noch Belle, Stitch. Richtige Schnapper. Ja, ich bin wieder zu Hause angekommen. Gestern habe ich keine Zeit mehr gefunden, das Outro zu drehen, das Video zu beenden. Wir sind dann nach Hause gefahren nach dem Primark und ich bin dann noch zu meiner Freundin gefahren. Wir hatten noch sozusagen unseren Bescherungstag. Deswegen nutze ich jetzt die Zeit und zeige euch, was ich jetzt geschenkt bekommen habe von ihr, was ich mir im Disneyland gekauft habe, was ich im Primark gekauft habe, so als Abschluss vom Video. Ja, erstmal wollte ich euch noch die zwei Fotos zeigen. Das sind noch die vom Inside Ears Abend. Ja, also wirklich ein wunderschöner Tag gewesen und die zwei Fotos erinnern an einen wunderschönen Tag. Werde ich immer in Erinnerung behalten. Ja, dann die
Kugel nochmal, die wir da geschenkt bekommen haben. Inside Ears 2021, Mickey ist da drin und hier habe ich mir Moni Maus reingravieren lassen. Man sieht es bei dem I ganz schlecht in der Kamera, aber sogar ein Hidden Mickey in dem I. Das ist echt Liebe zum Detail. Ja, im Park habe ich mir dieses Mal nicht so viel gekauft. Das habt ihr schon im Video gesehen. Einmal hier diesen Schlüssel, dieses Schlüsselband mit Santa Mickey. Dann das Ornament, das habe ich schon in grün zu Hause an meinem Tannenbaum. Und da dachte ich, ich brauche noch die rote Kugel, dann passt es super zueinander. Und ich finde die auch wirklich schön bemalt, diese 3D-Optik. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Schmuck gekauft. Und zwar, damit liebäugel ich ja schon sehr, sehr lange. Und zwar einmal das D-Set in Gold. Dazu gibt es auch noch einen Ring und dasselbe Set gibt es auch nochmal in Silber. Das möchte ich mir auch noch irgendwann kaufen. Aber in letzter Zeit ist nicht immer alles da von dem Set. Also Kette in Gold und Ohrring in Gold. Wie gesagt, es gibt noch einen Ring und dasselbe Set in Silber. Ohrringe haben 50 Euro gekostet und Kette 60. Und dann gab es noch Jahreskartenrabatt drauf. Also das sind die Sachen aus dem Disneyland, die ich mir gekauft habe. Im Primark habe ich mir hier diesen Cotton Storage Jar gekauft für 4 Euro. Also kann man halt Wattepads reintun. Brina hatte mir hier diesen für Q-Tips. Ah, das ist nochmal dasselbe. Habe ich jetzt 2 von. Aber kann man auch für Q-Tips oder anderweitig benutzen. Und dann nochmal den Hut. Ich liebe ja so Anglerhüte mit Flauschi und Winnie-Pooh-Optik für 6 Euro. Kann man jetzt im Winter ganz gut anziehen. Kommen wir zu dem Weihnachtsgeschenk von meiner besten Freundin. Einmal das Wichtigste. Walt Disney World, the official vacation guide. Jetzt habe ich viel zu lesen in den nächsten Wochen noch, um mich gut vorzubereiten. Hat sie mir geschenkt. Dann hier die Brita-Flasche. Sie wusste eigentlich, wir haben halt so eine Amazon-Wunschliste füreinander. Und die hatte ich dann auf meiner Amazon-Wunschliste und sie wusste eigentlich gar nicht wofür. Aber jemand auf Instagram hat mir geschrieben, dass die Flasche super ist für Amerika, weil da gibt es ja die Wasserspender, aber das Wasser ist halt sehr chlorhaltig und so. Deswegen, ja, gibt es die Flasche für Amerika, passend zu dem Buch. Dann hat sie mir noch eine Yankee Candle mit Rosenduft geschenkt und ein Candle Care Set. Sie sagt immer, ich kümmere mich nicht richtig um meine Kerzen und schneide die doch nicht zurück und so. Deswegen hat sie mir das jetzt geschenkt, damit ich jetzt mich besser um meine Kerzen kümmere. Ja. Duschgel, so Kleinigkeiten, die passende Winterkette vom Rossmann. Ich habe ja schon die Ohrringe dazu. Ja, und dann hier noch Bodylotion, Badezusatz und ein bisschen was Süßes. Brina hat uns letztes Mal, als wir im Europapark gefahren sind, das habe ich aber bei ihrem Auto vergessen, hier dieses süße Ornament geschenkt. Sieht aus wie Lebkuchen. Oder halt ein Keks. Und dann habe ich noch ein Paket von der Mandy bekommen. Also ich möchte jetzt hier keinen außen vor lassen. Und zwar einmal hier mit diesem süßen Dumbo. Und der macht sogar Geräusche. Er macht sogar verschiedene Geräusche, weil eben als ich drauf gedrückt habe, hat er was anderes gemacht. Ich drücke nochmal drauf. Ah ja. Ja, und dann ganz, ganz viele süße Sachen. Eine Karte von ihr. Ein Geschenkset. Also wirklich super süß. Sogar an meinen Hund hat sie gedacht. Mit ein paar Knabbereien. 2 Mini-Ornamente. Tee. Ich liebe ja Tee. Einmal ein Haargummi. Also wirklich ganz, ganz süße kleine Sachen. Vielen, vielen Dank. Hier noch so ein Armband. Merry Christmas. Ja. Vielen, vielen Dank. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Und dann habe ich noch ein Paket bekommen von meiner Freundin aus Nürnberg, von der Maria. Und zwar, die hat mir einmal die Belle Lidschattenpalette zugeschickt. Einen H&M-Gutschein kann man auch immer gebrauchen. Was sie mir damit sagen will, das weiß ich noch nicht so genau, aber ist ein Care-Paket. Ja, Nudel, Cup, Brokkoli, Käsesoße kann natürlich auch für meinen Freund sein, weil das Paket ist nämlich für uns beide. Ja, dann gab es noch ein bisschen Gin für meinen Freund, fränkischen Gin. Würde ich ihm natürlich mitbringen in die Schweiz. Dann, ja, Badesalz geht natürlich immer. Und 2 Ingwer-Shots. Ich liebe die Dinger und die hat sie mir schon mal zugeschickt. Sehr, sehr lecker.
Ja, und das war's. Ich dachte, oh, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Oh, ich werd alt. Ja, das war's. Ich zeige euch das jetzt alles und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich bin aber, ja, heute ist Montag. Ich bin morgen wieder im Park und auch am Mittwoch im Disneyland wieder. Das heißt, es wird nochmal 2 Vlogs geben von den nächsten Tagen. Ja, damit verabschiede ich mich bei euch. Ich zeige mich jetzt nicht, bin nicht vorzeigbar. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns die nächsten Tage auf jeden Fall wieder. Tschüss!